und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Harry de Jong. Ja, und wie ihr seht, ich bin in Dortmund. Ich habe von Dortmund aus eine Ladung bekommen. Ja, und diesmal bin ich nicht live, sondern diesmal nehme ich wieder ein Video auf. Aber ich will gar nicht so lang schnacken. Das kann ich gleich beim Fahren noch machen. Also Freunde, lasst uns loslegen. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, ihr seht, es ist Samstagmorgen, 9.07 Uhr. Ich bin in Dortmund und wie man gerade im Spiegel schon sehen konnte, habe ich Holz geladen. Also dieses Video ganz im Zeichen von Holz hinter der Hütte. Over 200 Meter rechts der Abschlag. Ja, ich bin auf dem Weg nach Salzburg. Ich habe ein gutes Angebot bekommen hier. Und ja, man sagte zu mir, ich kenne mich ja ganz gut aus in Salzburg. Ja, und wie könnte ich da Nein sagen, wenn ich jetzt mal wieder in meine, ja, bis vor kurzem noch Wahlheimat fahre und ich vielleicht die Kollegen dann auch noch mal wieder sehe. Vielleicht kann ich noch am Glaspalast vorbei bei Hermi. Wobei ich glaube, Hermi ist in Frankreich unterwegs, wenn ich das heute richtig gesehen habe. Ja, an dieser Stelle auch schon mal schöne Grüße an alle YouTuber. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, sonst vergesse ich das. Oder ich vergesse den einen oder anderen. Und da möchte ich nicht, dass sich nachher einer auf den Schlips getreten fühlt. Ja, Freunde. Over 200 Meter rechts. Mein Scania läuft. Und ja, bin auf der 1,49 unterwegs jetzt. Habe keine Map-Mods drin, also alles die Original-SCS-Map. Ja, dann heute 8.12. Also ich nehme heute auf und ich hoffe, dass ich es heute auch noch online stellen kann, wobei ich gesehen habe, dass heute viele Videos schon rausgekommen sind. Der Hermi hat eins rausgebracht. Tom Diesel hat auch eins rausgebracht, aber Tom ist ja momentan außerhalb der Wertung, weil er hat jetzt so einen Real Eco Hard Mod oder Real Hard Eco Mod, wie immer man es auch nennen mag. Jetzt weiß ich, warum es jetzt zieht. Das Fenster ist noch auf. Ich habe schon gedacht, warum wackelt die Gardine und warum ist es so laut und warum muss ich so laut sprechen? Ja, also wie gesagt, der Tom hat ja noch sein neues Auto jetzt in Empfang genommen. An dieser Stelle nochmal viele Grüße an dich, Tom. Alles richtig gemacht. Jetzt weiß ich wieder nicht, was hier zuckt. Das ist wieder mein blödes Track IA. Ja, an dieser Stelle nochmal, Tom, alles richtig gemacht. Viel konnte ich dich nicht unterstützen, aber so das ein oder andere konnte ich dir erzählen oder sagen. Von daher hoffe ich, dass es dir noch ein bisschen geholfen hat. Ja, ich sehe gerade, ich bin hier auf der A45 unterwegs. Da muss ich ja gleich bei Lüdenscheid runter und muss über die Dörfer fahren. Aber das gibt es ja leider hier auch nicht. Denn bei uns in Nordrhein-Westfalen heißt dieses Ding die Sauerlandlinie. Und auf der Sauerlandlinie gibt es ja etliche Brücken und davon sind 60 Brücken marode. Ja, einige sind jetzt schon gesprengt worden, war ja auch im Fernsehen zu sehen. Und die werden jetzt nach und nach neu gebaut, instand gesetzt. Ja, wird wohl noch ein bisschen dauern. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade die Fernbedienung nicht in der Nähe für mein Licht hier. Ah, dieses Zucken geht mir schon wieder tierisch gegen die Hutschnur. Ich habe mich jetzt gerade mal versucht, ein bisschen anders hinzusetzen. Irgendetwas reflektiert und da weiß ich halt nicht was. Ich habe jetzt ein schwarzes T-Shirt extra angezogen. Ich habe nur die Mütze auf. Meine Lesebrille ist es nicht. Ja, ich hoffe, es legt sich jetzt erstmal. Ja, also wie gesagt, Freitag. Ja, da war es dann wieder. Freitag und ich nehme das Video direkt auf. Ich habe heute etwas Zeit. Und ja, ich hoffe, euch allen geht's gut.
ganz grusig hier mit einer stabilen FPS-Zahl. Also auch da, ich habe Hermis Video eben kurz ein Stückchen gesehen. Und Hermi beklagte auch die neue Performance jetzt hier. Und ich muss auch sagen, ich habe auch leichte Schwierigkeiten in dem einen oder anderen Profil. Ich habe da auch schon ganz viele Sachen rausgeschmissen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da noch Schwierigkeiten. Läuft momentan nicht so rund. Ja, und wie gesagt, dieses Zucken ist jetzt gerade von meinem Head-Tracker. Das ist nicht ganz so pralle, aber naja, ist jetzt so. Jetzt, wo ich da schon mal wieder ein Video aufnehme, denn HP Wolf, du hattest es ja auch bemängelt, dass ich jetzt ein paar Mal Livestreams gemacht habe. Und ja, ging aber nicht anders, es war keine Zeit da. Deshalb hoffe ich, dass dieses Video jetzt mal wieder ein bisschen mehr ankommt. Wobei ich jetzt Aufrufzahlen auch immer hatte von 300, so ungefähr lag es jetzt. Von daher fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Aber ja, wenn ich die Videos so rausgebracht habe, war es doch immer schon was anderes. Ja, Road to 600 habe ich diese Woche schon einmal gesagt. Ich habe mir den YouTuber angeguckt, Roscoe aus den USA, aus Texas. Der streamt immer ATS mit seiner Lone Star Company, mit seiner Spedition, die er da aufbaut. Und ja, da habe ich dann zwischendurch auch schon gesagt, also bei mir ist jetzt dieses Ziel der 600 zu erreichen. Aktuell sind es 593 Abonnenten. Da auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle neu dazugekommenen Abonnenten und natürlich auch an die alten Hasen und Häsinnen. Und jo, deshalb vielen Dank schon mal für eure Treue. So, jetzt muss er ein bisschen in die Knie, der Junge hier. 18 Tonnen Bauholz sind das jetzt für Salzburg. Eigentlich aus dem Real Life kenne ich das, da ist es genau umgekehrt. Da habe ich immer sehr viel Bauholz aus ja, Niederösterreich geholt, um es in unsere Region zu bringen hier. Aber diesmal ist es umgekehrt, scheinbar ist das Bauholz aus Dortmund was ganz Besonderes. Deshalb bringe ich das jetzt dahin. Ja, in der Tat hoffe ich dann auf irgendeine gute Fracht, eine Rückladung. Da gerne natürlich von der HM Trans. Bleib, ich habe jetzt auch gesehen, dass die HM Trans auch neue Kühlauflieger hat. Das macht sie bestimmt auch schick hinter meinem hinter meiner Zugmaschine hier. Rechts aufschlagen. Auch wenn ich jetzt nicht so schöne Scania Air habe, sondern den Next Gen. Ja, ich muss ja mal sagen, Hermi sein Midlift, der gefällt mir total gut, auch von der Farbe her jetzt im Video, das passt wie die Faust aufs Auge. Das finde ich einen schönen Skin, also ja, das hat was. Das hat wirklich was. Ja, Tracker Andal habe ich mir mal wieder ein Video angeguckt, der hat jetzt eins rausgehauen, der Wahnsinn. Also ganz großes Kino, was er da gemacht hat. Auch da der Switch aus der jetzigen Zeit zurück in die 70er Jahre. Auch da kann ich dann aus meiner Familie her berichten, als ja, bei uns Familienmitglieder noch ganz, ganz weite Touren gefahren sind, bis in den Nahen Osten, bis nach Persien, so hieß es früher immer. Und ja, tolle Zeit. Bleib auf der linken Bahn. Wenn ich da so dran zurückdenke, das eine oder andere Mal durfte ich dann ja auch mitfahren. Jetzt nicht bis nach Persien, aber dann doch durch Europa bin ich immer mitgenommen worden. Das waren für mich immer absolute Highlights. Ja, deshalb habe ich wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen Stritz Diesel mitbekommen und seitdem komme ich irgendwie von den LKWs nicht mehr los. Egal wo. Ja, dieses Wochenende in Holland, in den Brabant-Hallen, ist das letzte große Truck-Festival dieses Jahr. Da sind mit Sicherheit auch wieder richtige Schmuckstücke zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich es dahin schaffe. Ich möchte es gerne probieren. Es ist von 10 bis 17 oder von 10 bis 19 jeweils geöffnet.
Das wäre was für dich, Christian, wenn du das Video noch passend siehst, denn von dir aus ist es gar nicht so weit, dass nach. Jetzt muss ich lügen, wo es ist. Ja, auf alle Fälle die Brabanthallen. Wenn man das eingibt, dann sieht man das auch sofort. So, Frankfurter Kreuz, ab auf die A3. Blijf voor de rechterbaan en dan rechts afslaan. Ja, ich hoffe euch jetzt auch wieder regelmäßiger Videos anbieten zu können. Verlaat rechts. Ja, beruflich war ich wieder ein bisschen angespannt, beziehungsweise eingespannt, nicht angespannt. Und ja, wie ihr dann wisst, das ein oder andere Blijf Mal... Blijf voor de rechterbaan. Schaffe ich es dann nicht, wenn ich dann noch meinen Nebenjob und mein Ehrenamt habe. Ja, und da muss man auch mal schauen, dass man dann zwischendurch auch noch mal andere Dinge macht, die einen dann glücklich machen. Guck, da oben ist der Stefan. Der Stefan ist gerade im Flight Simulator unterwegs. Ja, das wäre es auch noch, wenn das beide kombinierbar wäre. Und dann noch zusammen mit dem Landwirtschaftssimulator. Bleib auf der linken Bahn. Ja, vom Verbrauch her bin ich immer noch fasziniert hier. Also ich liege jetzt hier bei unter 30 Litern gerade. Und ich hatte jetzt ja keine Ladung, die unter 10 Tonnen war. Und jetzt gerade die A45, die kleinen Hügelchen, die da waren. Jetzt noch über die 3. Ja, da war der erste Ruckler. Ja, da war der nächste Ruckler, aber das ist wieder mein Track. So, ich kann jetzt aber auch mal den Tempomat ein bisschen runterdrehen. Ich bin die ganze Zeit 88 gefahren, habe ich gerade gesehen. Ich werde jetzt mal wieder so auf 86 stellen. Ich will ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Ja, dann hatte ich diese Tage jetzt auch mal wieder Zeit, um auch mal ein Video von Christian schauen zu können. Da bin ich auch schon lange nicht mehr zugekommen. Von den beiden Michis oder Micha und Michis. Habe ich jetzt schon lange nichts mehr sehen können. An dieser Stelle an die 3Ms schöne Grüße. Ja, PUBG konnte ich jetzt auch schon einige Male nicht mehr mitspielen, weil ich abends dann auch noch unterwegs war. Ich war jetzt auch zweimal abends in einer Online-Schulung, einem Online-Seminar, in dem ich teilgenommen habe. Und ja. Von JJ das Video habe ich angefangen zu schauen. An dieser Stelle auch schöne Grüße an dich, JJ. Auch schöne Grüße und vielen Dank für die Sprachnachricht. Wir haben diese Woche da auch schon ein bisschen kommuniziert, der JJ und ich. Und ja, also JJ, genau wie gesagt, ja, es ist so. Es ist so, wie es ist, ne? So heißt es dann immer, ja. Ja, mit Tom Diesel habe ich diese Woche auch schon kurz kommuniziert. Aber ich kann verstehen, dass er jetzt absolut im Real-Life-Modus ist. Also auch da die Entscheidung, ja, Wahnsinn. Ich finde das gut, ich finde das super. Ich freue mich da wirklich auch für ihn mit. Wir haben jetzt ein paar Mal Kontakt zueinander gehabt. Und ja, irgendwann sollte es jetzt auch mal was werden mit dem Treffen. Das mussten wir leider immer noch so ein bisschen hin und her schieben, weil wir beiden... ja, fast wie im Konvoi-Modus aneinander vorbeigefahren sind, um einige Kilometer entfernt. Und wenn der Tom bei mir in der Gegend war, war ich in einer anderen Gegend und umgekehrt. Und ja, irgendwann muss das mal was werden. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt euch schon vorbereitet auf die Weihnachtstage, dass ihr das mit euren Liebsten feiern könnt. Also noch 2 Wochen. Dann wird es ja auch noch das Update von Fred geben. Also laut Discord kommt das am 24.12. raus, das Update. Bin ich echt gespannt. Aber wie Hermi es eben auch in seinem Video gesagt hat, ich bin da auch verhindert.
es gibt bestimmte Tage, an denen ich dann auch mal nicht ETS, ATS und sonstige Dinge mache. Ja, in Österreich ist heute übrigens Feiertag. Ich glaube, Maria Empfängnis. Ohne jetzt da irgendwas schüren zu wollen, aber ich glaube, alles, was mit Maria zu tun hat, wird in Österreich gefeiert. Und da gibt es dann immer gleich einen Feiertag. Maria hat einen Termin bei der Pediküre-Feiertag. Nein, so schlimm ist nicht. Ich denke, ihr Österreicher wisst auch, wie es gemeint ist. So, jetzt kommt endlich noch ein bisschen die Sonne raus hier. Ja, dann sagt mir doch gerne, was haltet ihr jetzt von meinem Scania hier? Also, er brummte locker und munter vor sich her. Er fährt und fährt und fährt und fährt. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Wobei ich auch sagen muss, ich vermisse meinen Tulpentrecker. Noch steht er in Holland bei mir auf dem Hof. Aber die ersten Leute haben schon angefragt, also er wird wahrscheinlich ein drittes Leben, weil ich bin ja der zweite Besitzer gewesen, er wird wahrscheinlich ein drittes Leben bekommen auf dem afrikanischen Kontinent. Denn da gibt es keine Maut. Ich will jetzt auch nicht wieder über die Maut reden. Ich habe da jetzt schon so viele Beiträge gelesen in der letzten Zeit und ja, wir können es eh nicht ändern, es ist jetzt eingeführt. Dann ist das so. Nürnberg, so wie Hamburg, Nürnberg. JJ, schöne Grüße hier in deine Heimat. Da muss ich noch dran denken, wie ich dieses Jahr noch durch Nürnberg durchgefahren bin mit dem LKW. Da war die Autobahn gesperrt und ich habe gedacht, es wäre eine gute Entscheidung, durch Nürnberg durchzufahren. Durch diese oder über diese Bundesstraße, die durch Nürnberg durchgeht. Das war keine gute Entscheidung. Aber ich war nichtsdestotrotz schneller als auf der Autobahn, weil auf der Autobahn war wirklich wieder alles komplett zu. Und dann habe ich es noch so gerade eben geschafft, dass ich zum Rasthof gekommen bin. Da habe ich sogar meine Fahrzeit noch ein Stückchen überzogen. Ja, that's real life. Ja, der Freddy von Diesel TV, der hat auch wieder schöne Videos rausgebracht, auch wieder toll anzusehen. Ich mag das ja, wenn er jetzt das auch mal zeigt, wie es in seinem wahren Leben ist, wie es wirklich abläuft. Das mag ich total. Ich hoffe, dass der Tom demnächst sowas auch macht. Da bin ich einer der Ersten, der dann noch diese Videos schaut. Also ich mag die Art und Weise, wie Freddy es rüberbringt, total gerne. Dann der